Ja, die Unternehmenskasse, die ist ja auch berechtigt, Darlehen an das Trägerunternehmen zu geben. Das resultiert aus der freien Kapitalanlagemöglichkeit und die freie Kapitalanlage, die ist zum Beispiel vom Bundesfinanzhof 1973 und 1977 bestätigt worden. Die steht auch in Abschnitt 6 der Körperschaftssteuerrichtlinien. Darlehensgewährung, eine Möglichkeit der freien Kapitalanlage. Gesichert werden muss das Darlehen nicht. Natürlich muss die Rückzahlung hinreichend sicher sein. Es muss eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehen und Sicherheit bestehen, dass das Darlehen auch zurückgezahlt werden kann. Und zum Zweiten muss ein angemessener Zins vereinbart werden. Wäre der Zins zu gering, würde die Unterstützungskasse gegen die Mittelbindung und Mittelverwendung verstoßen. Wäre der Zins zu hoch, hätte man die Möglichkeit, verdeckte Zahlungen zu gewähren an die Unterstützungskasse mit der Folge, dass diese vielleicht nicht steuerlich abzugsfähig sein kann. Aber freie Kapitalanlage, eine Möglichkeit. Es ist vieles möglich mit der freien Kapitalanlage. Die Zeichnung unterschiedlichster Anlagen ist nur darauf zu achten, es darf keine gewerbliche Anlage sein. Die Unterstützungskasse kann zum Beispiel keine Photovoltaikanlage betreiben. Sie kann aber ein Darlehen gewähren und der Unternehmer kann wieder die Photovoltaikanlage betreiben. Es können auch an Wege gedacht werden, zum Beispiel Mezzaninkapital über Genussrechte, auch das Eigenkapital zu erhöhen und auch so Anlagepolitik zu betreiben.